Hallo, Fabian Liefenbach ist mein Name. Ich bin Prof in Göppingen und unterrichte im Bereich BWL Finanzierung und Entrepreneurship. Welche Lehrform setzen Sie in Ihren Vorlesungen ein? Das hängt ganz stark davon ab, in welchem Abschnitt vom Studium sich das befindet und was für eine Art von Fach es ist. Am Anfang sind das häufig ganz klassische Vorlesungen, also bei Finanzierung ist schon ein Teil auch Vortrag, Übungen und am Ende eine Klausur. Später im Studium gibt es viel mehr Projektarbeit. Also bei Entrepreneurship ist das eine Projektarbeit, bei der man am Anfang mit einer Business-Idee startet und am Ende hat man einen fertigen Geschäftsplan. Warum haben Sie sich für diese bestimmte Lehrform entschieden? Mir ist wichtig, dass wenn Sie bei uns studieren, dass Sie dann am Ende Kompetenzen mitnehmen und dass das eben fachspezifisch ist. Einmal müssen Sie vielleicht inhaltlich was lernen, da muss man auch ein bisschen büffeln manchmal. Aber wenn Sie dann halt draußen im Beruf sind, dann ist wichtig, dass Sie auch komplexe Probleme für sich so strukturieren können, dass vielleicht nicht alles vorgegeben ist. Das heißt, Sie müssen im Team sich abstimmen, wer übernimmt welche Rolle. Sie schauen sich das Problem an, Sie müssen rausgehen und Kunden interviewen. Und das lernen Sie am besten, wenn Sie es einmal hier gemacht haben. Mit welchen Strategien fördern und unterstützen Sie den Lernprozess Ihrer Studierenden? Das passiert fast von alleine. Also wer eine Aufgabe kriegt und muss am Ende des Semesters ein Projekt abgeben und eine Präsentation halten, der ist schon während des Semesters gut motiviert, mitzuarbeiten, fragt dann vielleicht auch mal nach Hilfe. Aber eine spezifische Förderung ist da gar nicht mehr notwendig. Das kommt alles von den Studierenden selbst. Wie stellen Sie Praxisbezug in Ihrem Unterricht her? Ich schaue jede Woche in die Wirtschaftspresse und bringe aktuelle Artikel mit in die Vorlesung ein. Häufig eben zu Themen, die wir in der Vorlesung auch besprochen haben. So lernen die Studierenden, was sind die Begriffe, die in der Wirtschaftspresse verwendet werden und können das zudem in Bezug setzen, was man ansonsten auch mitbekommt. Zum anderen gucke ich, dass ich selbst up-to-date bleibe. Ich forsche zu Themen, ich bin hier selbst in der Hochschulleitung aktiv, genau zu den Themen, die ich auch unterrichte und habe noch Beratungsmandate mit der Wirtschaft. So stelle ich eben sicher, dass ich da aktuelle Beispiele rein in die Vorlesung bringen kann. Auf was können sich die Studierenden in ihrem Unterricht freuen? Wir bearbeiten echte Probleme aus der Wirtschaft. Also teilweise stellen Unternehmen selbst Probleme an die Studierenden. Das heißt, die können tatsächlich an dem schon arbeiten, woran sie später arbeiten werden und nehmen dann was mit, was sie tatsächlich auch für den Job brauchen. Ein zweiter Punkt, der immer wieder auch in den Feedbacks vorkommt, ist Teamarbeit. Es macht viel mehr Spaß, in einem kleinen Team zusammenzuarbeiten, zu diskutieren und dann eine Lösung zu entwickeln, wie wenn man alleine aus Büchern büffelt. Welchen Flachwitz erzählen Sie Ihren Studierenden am liebsten? Vorlesung ohne Handy ist wie Ausgehen ohne Alkohol. Sie bekommen alles mit. Es fühlt sich ewig an. Und am nächsten Tag müssen Sie Ihren Freunden erzählen, was passiert ist. Passiert bei mir in der Vorlesung natürlich nie. Da sind alle immer total aufmerksam. Warum ist das Studium Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Esslingen eine gute Entscheidung? Bewerben Sie sich bei uns, kommen Sie zu unserem Campus, gucken Sie sich das an. Wir haben super Studierende hier, wir haben motivierte Profs mit Praxiserfahrung. Hier haben Sie ein Studium, da nehmen Sie richtig was mit und haben Spaß dabei. Ich freue mich auf Sie.